Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video soll es darum gehen, ob es für uns Frauen möglich ist, eine leichte, unkomplizierte Schwangerschaft ohne Wassereinlagerung, ohne Gewichtszunahme zu haben und eine schmerzfreie Geburt. Ich selbst habe zwei Geburten erlebt, meine zwei Söhne geboren. Die Schwangerschaften waren 2004, 2005 und 2008, 2009. Und ich skizziere das mal kurz für euch. Meine Schwangerschaften liefen so ab. Also in der ersten Schwangerschaft habe ich die ersten 3 Monate rohvegan mich ernährt. Und dann wurden in meinem Umfeld die Stimmen, das kannst du doch nicht machen, du kannst doch nicht vegan und dann auch noch Rohkost, das geht doch alles gar nicht. Da habe ich mich dann auch ein bisschen verunsichern lassen, habe dann so im 4. Monat auch ein bisschen vegetarische Produkte gegessen, auch wieder gekocht. Vegetarische Produkte, das waren Ei und Quark zum Beispiel. Und nach diesem Monat bin ich dann wieder rückfällig geworden in die vegane Ernährung. Ich hatte mich nämlich vorher 6 Jahre vegan ernährt und habe dann die restliche Schwangerschaft, auch dann im ersten Jahr oder im ersten 2 Jahre der Stillzeit, habe ich mich auch weiterhin vegan ernährt. Und die vegane Ernährung sah schon so aus, dass ich viel Rohkost gegessen habe, aber auch Brot und Nudeln und gekochte Hülsenfrüchte, Tofu, ein paar vegane Fertigprodukte, auch rohvegane Süßigkeiten natürlich, Kuchen und so weiter. Und dann war es so, der Geburtstermin rückte immer näher und mein Sohn wollte nicht raus. Und ich wollte gerne im Geburtshaus entbinden und es waren nur noch 2-3 Tage Zeit, dann hätte ich ja ins Krankenhaus gemusst. Und dann habe ich mich entschlossen, die Geburt einzuleiten. Ich habe dann so einen bestimmten Tee getrunken, ich glaube Eisenkraut, Zimt, Nelken und sowas war dann drin. Und tatsächlich nach 8 Stunden, nach 10 Stunden ist die Fruchtblase geplatzt und ich bin ins Geburtshaus, aber mein Sohn wollte nicht raus. Ich habe ihn viel zu früh dazu animieren wollen, rauszukommen. Er war einfach noch nicht so weit und deswegen war die Geburt ziemlich mühsam. Er hat sich auch noch verkehrt reingedreht, er war sozusagen ein Sternenguckerkind und es war so mühsam, dass ich es im Geburtshaus nicht geschafft habe. Ich musste dann doch ins Krankenhaus, in die Helios-Klinik hier in Schkeuditz, in der Nähe von Leipzig. Und es konnte eine Hebamme vom Geburtshaus mitfahren und es ist alles gut gegangen, war auch kein Problem. Simon hatte zwar die Nabelschnur im Hals, aber alles gut, überhaupt keine Probleme gehabt und gesund und munter und ich war auch relativ fit. Das war, obwohl das total anstrengend war, also über Nacht und wir sind dann noch, ich hatte schon Wehen, dann ziemlich lange Strecke vom Geburtshaus in dieses Krankenhaus gefahren. Es war zwar um die Ecke auch ein Krankenhaus, aber ich wollte unbedingt, dass eine Hebamme aus dem Geburtshaus mitkommt und das ging eben nur in dieser Helios-Klinik und genau, es war eine ziemlich anstrengende Geburt. Mir wurde auch eine Betäubung oder wie heißt das, PDA, also irgendwas wurde mir gespritzt, weil ich so kraftlos war, aber erstaunlicherweise bin ich dann trotzdem 3 Stunden nach der Geburt total quietschvergnügt aus dem Krankenhaus spaziert. Ich war ja bei meinen Geburten nie länger im Krankenhaus als nötig, bin dann immer wieder nach Hause gegangen. Aber es war doch, ich hatte dann auch 10 Kilo mehr drauf, Wassereinlagerung, ja, und eine relativ schmerzhafte Geburt. Und bei der zweiten Schwangerschaft war es so, habe ich auch die ersten 3 Monate mich von Rohkost ernährt und dann ab dem 4. Monat wieder gekocht, aber dann auch vegetarisch. Also dann habe ich mich eigentlich die ganze Schwangerschaft hindurch auch ab und zu mit vegetarischen Produkten ernährt. Der Fokus war schon auf vegan und ein bisschen Rohkost oder habe dann immer die erste Mahlzeit auch Rohkost gegessen, aber dann eben auch Brot und Nudeln, Fertigprodukte. Und in der Schwangerschaft ging es mir nicht so gut. Da habe ich dann auch viel Süßes gegessen, so Kuchen und Süßigkeiten und ja. Und dann habe ich auch so 10, 12 Kilo mehr drauf gehabt, Wassereinlagerung. Aber diesmal war die Geburt ganz kurz, 40 Minuten. Also wirklich vom Blasensprung bis zur Entbindung waren es 40 Minuten. Das war zwar eine richtig heftige, schmerzhafte Geburt, diese 40 Minuten. Also heftig und schmerzhaft war es trotzdem, aber ging relativ schnell. Also mein zweiter Sohn, der hat mitgewirkt, der wollte raus ins Leben und das hat man dann auch gespürt. Und ich habe mich natürlich auch in den letzten Jahren gefragt, ob es überhaupt möglich ist, schmerzfrei zu entbinden, ob das überhaupt für uns Frauen, unsere westlich zivilisierten Frauen, so vorgesehen ist. Und dann habe ich mich im letzten Jahr intensiv mit den Schriften von Arnold Ehret auseinandergesetzt, vor allem seit letztem Sommer. Es gibt diese Bücher, Gesunde Menschen, Band 1, Band 2, die sind von dem Sven Rohack herausgegeben worden und seinem Bruder, also dem Sven Rohack und dem Jens Rohack, das ist so ein Rohkostverlag oder Rohack-Verlag, und sie haben wirklich alle Schriften von Arnold Ehret gesammelt. Und in Band 1 befinden sich alle Schriften, die er in Deutschland verfasst hat, und in Band 2 alle Schriften, die er in den USA verfasst hat, die dann ins Deutsche übersetzt wurden. Und es hat, ich glaube, 6 Jahre gedauert, diese ganzen Schriften zu sammeln. Die sind jetzt auch frei zugänglich, da gibt es, glaube ich, auch kein Copyright mehr drauf. Und es gibt sogar die Möglichkeit, sich
das Buch Schleimfreie Heilkost von Annett Ehret als PDF herunterzuladen. Der Henry hat es bei sich auf der Webseite. Ich verlinke euch Henrys Webseite und auch direkt diesen Link zu diesem Buch. Und dann könnt ihr euch das runterladen. Wirklich sehr, sehr interessant. Und in diesem Buch befinden sich auch viele Danksagungen an Annett Ehret. Wer jetzt nicht weiß, wer Annett Ehret ist, Annett Ehret hat so vor 100, 120 Jahren gewirkt. Er hat sich von einer schweren Nierenkrankheit geheilt, aber damals war fast ein Todeskandidat. Man hätte ihn wirklich aufgegeben, die Schulmedizin, man wusste nicht weiter. Und er hat sich durch die schleimfreie Heilkost geheilt und auch viele andere Menschen. Er hat viele Vorträge gegeben, er hatte da so ein Sanatorium, so eine Kurstätte, wo er viele Menschen geheilt hat von chronischen Krankheiten mit der schleimfreien Heilkost. Und es gibt immer wieder Menschen, die ihm damals, so 1910, 1911, 1912, 1914, ganz viele Dankesbriefe geschrieben haben, weil er sie praktisch durch sein Wirken geheilt hat von chronischen Krankheiten oder ihr Leben massiv verbessert hat. Und es gibt auch einen sogenannten Mutterbrief heißt, der wurde am 8. Februar 1912 verfasst von einer Mutter. Und den möchte ich euch gerne vorlesen. Er ist wirklich sehr augenöffnend, also es ist wirklich möglich, eine unkomplizierte Schwangerschaft zu erleben, ohne Wassereinlagerung und eine schmerzfreie Geburt zu erleben. Sehr geehrter Herr Ehret, ein Zufall ließ mich eine Anzeige lesen, welche Ihr Buch Kranke Menschen anpries. Ich ließ es mir kommen und habe es mit großem Interesse gelesen, gab es mir doch Aufklärung über so manches Rätsel, welches zu lösen mir nicht gelungen war. Ihr mutiges Verhalten, Ihr tatfreudiges Schaffen für Ihre Mitmenschen hat meine ganze Bewunderung erregt. Seit ich als kleines Mädchen von kaum 7 Jahren anfing, über Leben und Sterben nachzudenken, hat mich kein Buch so sehr gefesselt und ist mir so einleuchtend gewesen wie dieses. Mit 7 Jahren fing ich an, mich gegen das Essen von Fleisch zu sträuben. Ich war mehrere Jahre Zeugin von Schlachtungen gewesen. Mein kleines Herz sträubte sich dagegen, etwas zu essen, was mit so viel Qualen verbunden waren. 2 Jahre setzte ich den Kampf durch. Meine Eltern versuchten es mit Güte, mit Schlägen, mit Versprechen, bis ich endlich überwunden wurde und ich wieder Fleisch zu essen begann. Gemüse kannte meine Mutter nur sehr wenig. Hauptgerichte waren Salzbohnen, die ich absolut nicht mochte. Sie sind nach meiner Auffassung völlig wertlos. Dann Sauerkraut, grüner Kohl und Steckrüben. Spargel, Spinat, Erbsen waren ihr zeitraubend. Da gab es also Fleisch in jeder Form und noch heute sagen die Eltern voll stolz, dass sie alles getan hätten, um uns Gesundheit und Kraft zu geben. Nebenbei habe ich viel Süßigkeiten bekommen, was nicht zu verwundern ist, da ich in Amerika geboren bin, wo man fast den ganzen Tag Candy, auch viel Puffy isst. So konnte es nicht ausbleiben, dass ich stets sehr blass aussah und lang aufgeschlossen für kränklich gehalten wurde. Meine Zähne wurden schon frühzeitig sehr defekt. Zu meinem Leidwesen habe ich jetzt mit 35 Jahren keinen heilen Zahn mehr. Unten ist das Gebiss fast gänzlich zerstört. Und doch, ich suchte, dachte ernstlich nach, ich war stets bestrebt, Reformen, die mir annehmbar erschienen, zu prüfen und ihnen nachzuleben. Mit 24 Jahren heiratete ich nach Deutschland, wo ich mich seit 4 Jahren aufgehalten hatte. Als mein Ältester geboren werden sollte, aß ich gemischte Kost, trank Kaffee oder Tee und nahm wie andere Menschen in Deutschland meine 5 Mahlzeiten am Tag ein. Ich tat meine häuslichen Arbeiten, bewegte mich viel in frischer Luft und befand mich sehr wohl die ganze Zeit über. Aber ich war sehr dick geworden und sah sehr elend im Gesicht aus. Alle Bekannten meinten, ich würde die Geburt nicht überleben, doch es ging alles gut. 3 Stunden dauerte es und ein Kind, 6¾ Pfund, wurde geboren. Die 2. Geburt, 2 Jahre darauf, ein Mädchen von 5½ Pfund, war sehr leicht. Aber damals hatte ich angefangen, vegetarisch zu leben. Das heißt, in der üblichen Weise, indem ich Gemüse, Reis, Fruchtsuppen, Kartoffeln und Brot aß. Etwa 3 Monate vor der Geburt des Kindes bekam ich eine Kiste Äpfel. Davon habe ich reichlich gegessen. Aber morgens, mittags und abends die Mahlzeiten wie sonst, ohne Belag und Fleisch, innegehalten. Ich blieb sehr schlank und beweglich bei dieser Kost. Das Kind kam ohne Hilfe zur Welt. Aber wen hatte ich auch diesmal, trotzdem die Geburt eine verhältnismäßig sehr schnelle und leichte war. Den ganzen Tag vor der Geburt hatte ich gefastet. Dies tat ich, weil ich den Abend vorher, es war gerade Weihnachtsabend, mir den Magen an Kartoffeln mit Buttersoße und Meerrettich überladen hatte und infolgedessen an heftigem Sodbrennen litt. Die Vorwehen waren kaum heftig, doch in 5 Minuten war das Kind zur Welt. Nun wurde 5 Jahre darauf mein 3. Kind, ein Knabe von 7 Pfund, geboren. Ich hatte weitergelebt, wie oben angegeben ist. Nur als ich in der Zeit vor der Geburt sehr viel Dickmilch mit Schwarzbrot und Zucker. Da fehlt das Aas. Ich trank viel Buttermilch, aß reichlich Gemüse und Obst, aber natürlich gekocht.
Dann nahm ich in dieser Zeit fast täglich ein Sonnenbad, bewegte mich viel in frischer Luft, wurde aber wiederum sehr stark im Leibesumfang und sah sehr elend im Gesicht aus. Aber ich fühlte mich stets wohl, lachte und sang den ganzen Tag. Diese Geburt wurde die schwerste von der bisher erlebten. 3 Stunden hatte ich Drangwehen, auch die Vorwehen setzten heftig ein. Nach der Geburt des Kindes war ich ganz erschöpft. Die Bauchdecken zogen sich nicht so straff wieder zurecht wie bei den ersten Nachwehen und trotzdem ich das Kind wie die früheren selbst stillte. Das Kind gedieh indes sehr gut und bald waren alle Schmerzen vergessen. Nun sollte 2 Jahre darauf mein 4. Kind geboren werden. Leihen Sie mir bitte noch eine Spanne Zeit ihr Ohr, denn die Schilderung dieser Geburt ist es, die allein für Sie Interesse hat. Wieder ein Kind mit Schmerzen gebären, dagegen sträubte sich mein Sinn. Ich dachte viel darüber nach, wie ich wohl diese Schmerzen umgehen könne. Alle Naturheilbücher durchsuchte ich danach. Alle gaben mehr oder weniger die Kost an, die ich schon befolgt hatte. Dann Bäder und so weiter, die ich ja auch schon genutzt hatte. Ich wollte auch diesmal nicht wieder so stark, das heißt so umfangreich werden, dagegen sträubte sich mein Schönheitssinn. Nun kam ich auf den Gedanken, täglich nur 2 Mahlzeiten zu genießen, und zwar mittags und abends. Morgens dagegen stets zu fasten und jede Woche einen Tag vollständig zu fasten, gewöhnlich freitags. Von diesem Vorhaben teilte ich aber keinem Menschen etwas mit. Nur eine junge Hausgenossin beobachtete mein Tun. Selbst mein Mann weiß nichts davon, da er mein Tun nicht begriffen und auch nicht gebilligt hätte, aus Angst um mich und mein Kind. Dies junge Mädchen schüttelte oft den Kopf. Sie sagte öfter, Frau N., essen Sie doch mehr, Sie werden ja keine Kräfte behalten, bis das Kind zur Welt kommt. Ich blieb sehr schlank und beweglich, fühlte mich so wohl und ließ mich nicht irre machen, denn es war mein fester Vorsatz, eine schmerzlose Geburt zu erzielen. Ich unterließ fast alles Trinken, nährte mich hauptsächlich von Früchten und leichten Gemüsen, hauptsächlich zu Salaten zubereitet. Bis zum 8. Monat hielt mich kein Mensch für schwanger. Und jetzt gibt es auch eine Anmerkung vom Sven Rohack. Da gibt es immer viele Anmerkungen in den beiden Büchern von Arnold Ehre. Die lese ich auch immer sehr gerne, um auch nochmal eine andere Sichtweise auf die Dinge zu bekommen. Oder auch, dass er da nochmal so anderes Wissen mit einbringt. Der Sven schreibt, dies habe ich auch schon von anderen gesunden Rohköstlerinnen gehört, welche anschließend gesunde Kinder zur Welt brachten. Bei falsch ernährten Rohköstlerinnen, auch viele Zivilisationsfrauen, sah ich schon riesige Bäuche, die mich an Hungerödeme aus Afrika erinnerten. Es erfordert viel Erfahrung, um zu sehen, ob freilebende Tiere überhaupt schwanger sind. Die meisten Menschen sind gar nicht in der Lage, eine Schwangerschaft bei freilebenden Tieren zu erkennen, weil diese so unauffällig ist, auch sehr unvorteilhaft im täglichen Überleben wäre. Die Menge der Fruchtwasseransammlung, wie sie viele Zivilisationsfrauen während der Schwangerschaft besitzen, könnte als pathologisches Schwangerschaftsödem bezeichnet werden. Jetzt geht's weiter am Brief der Frau. Auch sah ich diesmal nicht halb so elend aus und meine Erwartungen traf ein. Die Vorwehen waren gar nicht zu spüren, die Drangwehen waren gar nicht zu spüren, die Drangwehen waren ein leichtes Drängen, der Schoß öffnete sich und als der Kopf kam, zog ich selbst den Körper nach, mit schmeichelnden Worten mein Kind begrüßend. Komm, Liebling, Mutter hilft dir. Ich war allein mit eben dem jungen Mädchen und bat sie, auf 1 Minute hinauszugehen, was sie auch tat. Kaum war sie hinaus, da war das Kind zur Welt. Nicht einen Ton habe ich vor mir gegeben. Gleich darauf rief ich, kommen Sie nur! Da stand sie dann sprachlos vor meinem Bett und staunte, dass das leicht ist und ohne einen Schmerzlaut erfolgen kann. Als die Hebamme nach etwa 1/2 Stunde mit meinem Mann ankam, saß ich aufrecht im Bett, ihnen entgegenlächelnd. Den ganzen Tag vor der Geburt hatte ich gefastet, diesmal freiwillig, weil ich ahnte, die Stunde sei nahe. Das Kind war dabei kräftig entwickelt, wog 6¾ Pfund und hatte seinen Kopf und langes, dichtes Haar, während die 2 anderen Knaben kahl zur Welt kamen. Das Kind hat sich auch ferner gut entwickelt. Es lief schon mit 1 Jahr. Ich nährte die Kinder stets so lange, bis sich die Backenzähne zeigten. Jetzt ist das Kind 14 Monate alt. Ich stille noch und habe stets reichlich Milch, obwohl ich täglich nur 2 Mal esse, nur Wasser trinke und oft einen Tag in der Woche faste. Als ich die Geburt, das Resultat, nicht das Zustandekommen derselben, einer Dame schilderte, die eine schwere Geburt mit Arzt und Hebamme hatte, da sagte sie, mich entsetzt ansehend und zeitgleich in etwas verächtlichem Tone aber, das ist ja fast unglaublich. Tierisch, hatte sie sagen wollen. Sie verschluckte es noch soeben. Auch hatte diese Lebensweise bewirkt, dass sich meine Bauchdecke zur normalen Größe zurechtgezogen hatte. Die Nachwehen waren diesmal sehr erträglich. So gütig ist die Natur, wenn man den Weg, den sie weiß, befolgt. Wozu nun all diese vielen Schmerzen, wenn solche Erfolge erzielt werden? Ich tat dies alles nur einer inneren Stimme folgend, nicht wissend, weshalb ich richtig handelte. Nun aber beim Lesen ihres Buches wird mir alles klar. So forschen 2 Menschen getrennt voneinander, jeder von des anderen Existenz nicht ahnend. Und jeder von ihnen entdeckt etwas, das der Menschheit zugutekommen kann, wenn sie hören will.
Ich möchte sie einmal sehen und sprechen und habe es mir zum Ziel gesetzt, unter ihrer Leitung mich ganz gesund zu fasten und so weiter und so weiter. Ihre geschätzten Antwort entgegensehen verbindlich im Voraus, danken zeichnet hochachtungsvoll Frau R.N. Als ich das erste Mal gelesen habe, war ich hoch beeindruckt, tief beeindruckt und fasziniert. Das war 1912. Also es ist tatsächlich möglich, eine Geburt zu erleben, ohne groß Gewicht zu nehmen, ohne Wasser einzulagern und die Geburt auch ohne Schmerzen erleben zu dürfen. Also das finde ich wirklich sehr beeindruckend. Und wenn man bedenkt, damals vor 100 Jahren, da gab es ja noch gar keinen Supermarktkost, keine Industriekost, keine verarbeitete Kost, wie das heute alltäglich ist. Viele Menschen essen keine echten Lebensmittel mehr. Die essen stark verarbeitete Industriekost. Also vor allem auch Frauen in der Schwangerschaft, die gebären oder Frauen im gebärfähigen Alter. Und dass das eine Konsequenz hat auf die Art der Schwangerschaft oder des Gebärens, ist natürlich klar. Also es ist mir zumindest einleuchtend. Die Ernährung hat wirklich einen großen Einfluss auch auf diese Vorgänge. Und ich kann mich erinnern, beim letzten Potluck, da habe ich eine Frau gesehen, die war auch schwanger. War sonst sehr schlank, aber schwanger. Man hat den Schwangerschaftsbauch gesehen. Und wir haben dann gefragt, ja, wann das Kind zur Welt kam. Und sie meinte dann Mai. Also vielleicht ist das Kind jetzt auch schon da. Und wir waren ganz erstaunt, weil sie noch gar nicht so schwanger aussah, dass sie bald entbinden könnte. Das war der Potluck im April, also Anfang April. Und das hat mich wirklich sehr erstaunt. Und sie meinte dann auch, ja, ich esse viel Rohkost und viel Grün. Und sie sah überhaupt nicht so aus, als ob sie Wassereinlagerungen in sich hatte. Sie sah sehr schlank aus und hatte nur diesen kleinen Bauch. Und das ist sehr interessant. Und das ist ja auch das, was der Sven Rohag dann nochmal in diesen Anmerkungen geschrieben hat. Dass gerade bei Naturfrauen die Schwangerschaft kaum zu sehen ist. Oder bei Tieren, die noch natürlich leben, wilde Tieren, ist die Schwangerschaft kaum zu sehen. Und das ist hochinteressant. Eure Meinung würde mich jetzt interessieren. Was haltet ihr von diesem Brief, von dieser Erfahrung dieser Frau und auch der Anmerkung, was Sven Rohag gesagt hat? Also ich finde das total hochspannend. Das hätte ich mir nie zu träumen gewagt. Ich hätte auch mir nie vorstellen können, in meiner Schwangerschaft zu fasten. Ja, also auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Da ist man halt noch zu sehr beeinflusst. Ich habe auch immer viel getrunken in der Schwangerschaft, weil man ja alles richtig machen will. Aber ich glaube, wenn man wirklich wieder zu seinem Bauchgefühl kommt und in sich reinhört, man weiß, was richtig ist. Wenn ich dieses Wissen vor 12 oder 8 Jahren gehabt hätte, dann hätte ich es garantiert genauso praktiziert. Beziehungsweise, wenn ich vor 12 oder 8 Jahren zu meiner Intuition, zu meinem Bauchgefühl gefunden hätte, das hat jetzt ein bisschen gedauert, das ist erst in den letzten 5 Jahren eingetreten, seitdem ich mich von Rohkost ernähre und mich auch mit anderen Dingen beschäftige. Aber damals, zu dieser Zeit, war ich einfach noch nicht so weit. Ich habe ja auch in der Schwangerschaft viel getrunken. Ich hätte mir überhaupt nicht vorstellen können, zu fasten. Ich habe manchmal auch ein Frühstück verspätet eingenommen gegen 11, weil ich das vorher schon so gewohnt war. Aber ich hätte nie gefastet oder wenig getrunken. Also dadurch, dass ich ja in den Schwangerschaften dann später auch gekocht gegessen habe und gebacken und konzentrierte Nahrung, musste ich ja dann sowieso viel trinken. Dann hat man ja auch ein höheres Durstgefühl, als wenn man nur Rohkost isst und vor allem wasserhaltige Lebensmittel isst. Ja, mich interessiert eure Meinung. Hinterlasst gerne einen Kommentar unter diesem Video. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für die Geduld, dieses Video zu Ende zu schauen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Zeit. Lasst euch gut gehen. Bis bald, eure Silke.